Wir sind hier heute bei Präventionsschulung des Bistums Münster hier in Ramsloh am Pfarrheim. Es gibt heute ein kleines Warm-up. Wo ist das Huhn oder wo ist der? Das ist der Würfel. Da. Heute krämmen wir uns die Schultern ein. Heute krämmen wir uns die Schultern ein. Hi, ich bin Maren, 25 Jahre alt. Ich wohne in Köln und keine Vorstellung. Jubiläum für Karin. Ach so. Ja, da habe ich jetzt gar nicht so viel vorbereitet. Aber Karin, herzlichen Glückwunsch zu 10 Jahren Lagerleitung. Schon bestimmt 6 oder 7 von diesen Fragen bekommen. Dreh mal bitte ein Video, Karins letztes Jahr. Ich habe das nie ernst genommen, weil es ist ja eh nicht dein letztes Jahr. Und jetzt bei einem Jubiläum kann ich es ernst nehmen, weil das heißt ja nicht, dass es vorbei ist. Ich habe gar nicht sonst viel vorbereitet so. Aber vielleicht können wir einfach kurz ein paar kleine Witze hier machen. Wie heißt denn ein Snack für ein Auto? Wenn es ziehen kann. Parkplätzchen. Parkplätzchen! Ja! Und wie heißt der Eingang vom Iglu? Oh. Flur im Iglo, im Eisgang. Nein, Eisdiele. Ja, hab ich gesagt. Das war's, glaube ich, von mir. Alles Liebe, schöne Grüße. FIFA zum Jubiläum, 10 Jahre Lagerleitung vom Ferienlager Ramsdorf. Ja, ach du Scheiße, das muss ja erstmal einer schaffen. Ja, KTB, was soll ich dir sagen? Meine allergrößten Glückwünsche. Du bist eine übelste Bereicherung fürs Ferienlager. Ich glaube, keiner will dich überhaupt missen wollen irgendwann. Ich hoffe, du ziehst jetzt noch sämtliche Jahre hinterher. Ja, was verbinde ich bei dir mit dem Ferienlager? Auf jeden Fall die Lebensmittelfarbe. Ey, blaue Kartoffeln, grüner Reis, was du alle für einen Quatsch machst. Oder, keine Ahnung, beispielsweise, wo ich auch immer dran denken muss, ist Halloween. Hier diese Nachtwanderung, wo du da mit den Schweinsmassen rumrennst. Deine Geschichten tendenziell. Der absolute Oberknaller. Und ich hoffe, dass du jetzt auf jeden Fall noch ein paar Jährchen dranhängst und nicht nach 10 Jahren sagst, so Leute, Überraschung, ich bin nicht mehr dabei. Dann kannst du mal knicken. Mach dir einen schönen Abend. Ich hoffe, du wirst noch ordentlich gefeiert. Und wir sehen uns Freitag. Tüdelü. Hallo, liebe Freundin, Karin. Mir wurde aufgetragen, ich möge zum 10-Jährigen ein paar nette Worte des Dankes an die Lagerleitung richten. In diesem Sinne und dem Wunsch entsprechend, danke. Glückwunsch und danke für 10 Jahre Lagerleitung. Auf weitere Jahre, KTB. Ja, Karin, jetzt sitze ich hier und mache ein Video für dich für 10 Jahre Lagerleitung. Ich weiß, du hast Überraschungen. Wir finden es cool. Ja, was soll ich sagen? 10 Jahre Lagerleitung, vorher Betreuerin gewesen. Ich selber als Kind noch so klein gewesen. Ich glaube, du liebst Lager so sehr wie ich und das ist bei dir Priorität Nummer 1. Es ist einfach immer eine geile Zeit mit dir und ich weiß, dass du noch lange nicht aufgibst und dass noch eine lange Zeit wird, die wir zusammen verbringen werden. Ja, mach weiter so. Du bist eine coole Sau. Und ja, ich kann nur sagen, KTB forever and ever, KTB all the way. Hallo Karin. Hallo Karin, wir haben uns hier versammelt, um dir für die letzten 10 Jahre zu danken, du mindestens genauso gut überstanden hast wie der Altglascontainer hier. Richtig, richtig geil, weiter so. Und ein dickes Dankeschön. Danke. Karin, wir wünschen dir herzlichen Glückwunsch zum 10. Jubiläum. Viva! Yeah!
Hi, Karin, was geht? 10 Jahre Lagerleitung, ey, voll geil, ey. Mach nochmal 10 Jahre, bitte. War super bis jetzt. Ja, ja! Ja, fertig. Also. Hallo, liebe Karin, wir sagen danke für 10 Jahre faire Lager, für 10 Jahre Kindheitserinnerungen und für 10 Jahre lustige Abende mit dir. Und für 10 Jahre KTB auf der Stirn und Mustache. Und in dem Sinne, auf weitere 10 Jahre. Wow, KTB, 10 Jahre Lagerleitung. Jedes Jahr brachtest du die Stimmung ins Lager. Vielen Dank für deinen Einsatz. Ich liebe Ferienlager. Liebe KTB, KTB, KTB. Hallo, liebe Karin. Alles Gute zu deinem 10-jährigen Jubiläum. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem grünen Daumen. Ja, Karin, du geile Sau, alles Gute zum 10-jährigen Jubiläum. Ja, alles Gute, Karin. Alles Gute! Lieben Gruß aus Darmstadt, alles Gute noch für weitere 10 Jahre Lagerleitung. Gruß Werner. Jahre Lagerleitung. Wow. Muss man erstmal schaffen. Ja, ich sitze hier im Kühlraum, weil ich sonst keinen Ort gefunden habe, um die Glückwünsche zu übermitteln. Weil wir ständig aufeinander hängen. Du als Lagerleitung, ich als deine Sekretärin. Ja, 10 Jahre, das sind sehr viele Strafen für Selbstverherrlichung. Hashtag KTB. Das sind 10 Jahre, seitdem du deine Bachelorarbeit geschrieben hast. Das Thema kann ich hier nicht nennen, ich habe es mir nicht gemerkt. 10 Jahre, da vor 10 Jahren waren wir in Neden. Schöne Grüße aus Neden. Ich hoffe, du machst es die nächsten Jahre einfach noch komplett so weiter. Wäre schon ganz geil. Ich erinnere mich vor allem an die Mustaches, an blauen Wackelpudding, grüne Kartoffeln, und Schleim und Scheiß drauf, Lager ist nur einmal im Jahr. Danke dafür, mach einfach weiter so. Du rockst das Ding, du bist gut so wie du bist. Ja, auf die nächsten 10 Jahre. Danke für die letzten 10. Start. Hallo, KTB. Alles Gute zum 10-jährigen Lagerleitungsjubiläum. Ihr wollt ja auch noch was? Hey, ja. Ja, von Manfred, Lü und Nils. Ich hoffe, du freust dich über unsere Nachricht. Wir haben uns wirklich zusammengerissen. Und uns extra für dich getroffen. Und uns extra für dich schön gemacht auch. Bitte der Regie ein Handzeichen geben, wenn es vorbei ist. Ihr wollt auch noch was sagen? Mann, ich kenne dich gar nicht mehr. Ich bin der kreative E&E. Hey Karin, herzlichen Glückwunsch zu 10 Jahren Lagerleitung. 10 Jahre, das ist so eine krasse Zahl, dass ich mir einfach 2 Kollegen an die Seite geholt habe, um dir dazu zu gratulieren. Toll, dass du das immer noch machst. Stell dir mal vor, du hättest vor ein paar Jahren gesagt, ich höre auf. Ach Quatsch, hast du doch gesagt. Hast es aber nicht gemacht. Ich habe vor letztes gemacht. Dann sitzt du jetzt im Sommer zu Hause sitzen. Keine Ahnung. Däumchen drehen, Pokémon fangen. Irgendwas mit Kokosmilch trinken, was keiner mag. Und du machst da einfach was Vernünftiges. Fährst 14 Tage ins Lager und bist, glaube ich, für ganz viele Kinder, aber auch für ganz viele Betreuer eine ganz wichtige Person. Toll, dass du das immer noch machst. Herzlichen Dank dafür. Und ich denke, du machst es so lange, bis du keine Lust mehr hast. Wahrscheinlich so, bis du 55, 60 bist. Bis dahin, denk dran, es gibt diese Lagerleiterregel, dass Manni und ich dich überstimmen können. Also tu nichts, was wir nicht auch tun würden. Und nicht vergessen, I saw that.